Weiter geht's mit Team Legion und Hated, der hier gerade versucht, im Zeitfahren vielleicht was zu machen. Da bin ich mir noch unsicher, ob das so gut funktioniert. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier relativ konstant gut hochfahren. Ich glaube aber, wenn wir die 89 fahren, dann verballern wir zu wenig Energie. Ich habe dieses Zeitfahren immer noch nicht richtig verstanden. Der rote Balken geht jetzt ohnehin weg. Mal schauen, hinter uns kommt Drake. Der wird auf jeden Fall ein fettes Album noch droppen. Und dann schauen wir mal. Hated, wie gesagt, heute eigentlich unser Kapitän. Da vorne sehen wir den nächsten Fahrer. Momentan sieht das eigentlich noch relativ gut aus, was wir da machen. Jetzt kommen wir auf den letzten Kilometer. Jetzt ist der rote Balken leider auch weg. Genauso wie meine Stimme gerade weg ist. Ich habe auch gerade viel zu sehr gelacht die ganze Zeit. So, mal schauen, was kann Hated hier machen mit der Plus 3? Jetzt 24 Stundenkilometer. Drake haben wir auf jeden Fall richtig abgehängt. Vorne die zwei müssten wahrscheinlich Bestzeit gefahren haben, um hier ganz vorne reinzukommen. Und Lance Hated dann immerhin nur mit 42 Sekunden Rückstand. Und was wir natürlich jetzt gar nicht besprochen haben gerade, sind die wunderschönen Trikots. Da werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Natürlich auch Team Bike Aid mit am Start, Salim Kipkeboy auf der 9 aktuell im Zeitfahren. Da haben wir auch schon andere Fahrer gesehen. Werfen wir mal ganz kurz den Blick drauf auf das schöne Joe Martin Stage Race. Wahrscheinlich Justin Wolf, heute einer der Favoriten. Der ist zumindest noch nicht im Ziel. Der kommt ja auch erst noch mit der 31er Startnummer. Dann Adne van Engelen, Jesse de Roy, Salim Kipkemboy, Nicodemus Holler, Lukas Carstensen und auch Erik Bergström Frisk ist mit dabei, der sicherlich hier heute zu den Mitfavoriten gehört. Dann hoffen wir mal, dass Hated nicht allzu viel Zeit verliert, weil es gibt ein paar hügelige Etappen und er wird auf jeden Fall eine gute Tagesform haben. Deswegen können wir da wahrscheinlich aus dem Vollen schöpfen. Jetzt schauen wir uns nochmal Kauen an. Zwar nur wegen der Trikots, wegen der neuen Trikots, die California Republic Trikots, die ich auch nochmal mit reingeladen habe. Ich finde die ganz schön, die sind natürlich nicht ganz so geil, wie sie unsere normalen Trikots sind, aber wir können es uns einmal hier aus der Perspektive anschauen. Wir lassen Kauen einfach mal automatisch fahren. Also die sind ganz nice, haben vorne auch diesen Bären auf der Brust. Mal schauen, wenn er sich kurz aufstellt, dass man das dann vielleicht nochmal sieht. Also die werden wir jetzt bei dieser Rundfahrt fahren. So, da stellt er sich mal ein bisschen auf. Ich glaube, noch näher ranzoomen. Doch, geht tatsächlich. Und vorne ist halt hier unten noch dieser Bär in der Fettspalte von Kauen mit drin. So, dann schauen wir mal, was Kauen da machen kann. Und vor allem, wie jetzt die KI hier eigentlich sich die Energie einteilt. Weil da sieht man schon, der gelbe Balken spielt hier gar nicht so die große Rolle. Wir hätten uns wahrscheinlich im Endeffekt dann doch den roten Balken besser einteilen müssen. Weil der Kauen momentan nicht so richtig top in Form von der Fitness her. Trotzdem legt er hier, glaube ich, ein ganz gutes Rennen hin. Und dann könnte man vielleicht nochmal schauen, ob wir das mit Tyler Williams und Sam Boardman dann doch nochmal so steuern, dass wir uns ein kleines bisschen die Energie einteilen. Jetzt könnte Kauen eigentlich ja mit der 99 reinsprinten. Ist nicht mehr weit. Da ballert er nochmal und dann kommt er über die Ziellinie. Und das ist eine Minute Rückstand für alle Kauen. Ordentliches Ergebnis. Lance Hated war dann trotzdem stärker. Also ich hoffe, euch gefallen die Trikots. Ich finde die total nice. Die werden wir bei den amerikanischen Rennen fahren. Ich habe aber auch schon überlegt, ob wir das amerikanische Meistertrikot dann nicht mal als Team bei den amerikanischen Rennen fahren. Zumindest bei der Larry H. Miller Tour of Utah könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Und dann machen wir es mal ein bisschen schneller. Eigentlich will ich auch ein bisschen schneller durch die Etappen durchkommen. Das in Belgien war ein bisschen zu lang, war ja auch nur der Kampf ums Bergtrikot. Und dann schauen wir mal, dass wir Boardman einfach mal wirklich mit einem konstanten Tempo da hochschicken. Ist jetzt auch kein optimaler Prologfahrer. Aber wenn wir ihm mal den 85er Wert geben, mit der Plus 2 Tagesform. So, Kipkemboy auf der 12. Ich bin wirklich gespannt, was Justin Wolf macht. Nicodemus Holler auf der 16. So, da geht der Balken, der rote Balken noch gar nicht weg. Schauen wir mal, dass wir das konstant wegfahren. Wäre wahrscheinlich die beste Variante, dass man sich nach dem roten Balken richtet. Doch nochmal runter. 85 ist so pari pari. Lustigerweise 1,8 Kilometer. Und da kommen wir relativ nah ran. Also ich versuche dieses Zeitfahren immer noch zu verstehen. Deswegen mache ich das jetzt mal ein bisschen konzentrierter, auch mit euch. Vielleicht habt ihr da ja auch noch Tipps dazu, wie man das Zeitfahren einfach nochmal besser hinbekommen könnte. So, da sind wir auf jeden Fall an den Vordermann relativ dicht rangekommen. Sam Boardman kommt rein und ist im Endeffekt 29. mit 49 Sekunden Rückstand. Also ganz ordentlich eigentlich, auch von den Werten her, die er ja eigentlich hat.
Und dann schauen wir, was mit Tyler Williams noch geht. Und dann sind wir aber auch durch mit dem Zeitfahren und würden dann auch direkt in die zweite Etappe springen und am Ende der Folge, am Ende dieser Rundfahrt, dann eben nochmal den Blick drauf werfen, was sich denn im Scouting so getan hat. So, drehen wir nochmal höher und dann können wir ja vielleicht, beziehungsweise der rote Balken geht hier eh nicht weg, dann können wir hier sogar schneller reinfahren. Das ist dann anders als vorher. So, dann hauen wir mal mit der 87 hier rein. Also wie gesagt, ich finde die Trikots nice. Wen haben wir sonst noch mit dabei? Bradley McGee ist mit am Start. Nein, Derek Gee. Ein anderer Gee. Dann haben wir Höhen und da müsste doch auch gleich Justin Wolf kommen. Oder ist der schon unterwegs? Ne, der hatte, glaube ich, eine niedrigere Startnummer, die 31. Der kommt also erst noch. Müssen hier ein bisschen runtergehen mit Williams. Ach, das ist Corey Williams, das ist gar nicht Tyler Williams. Ja, dann hat er eh keine Chance. Jetzt habe ich die Williamses selber durcheinander geworfen. Ja gut, also Corey Williams wird hier keine Chance haben. 2,25 sein Rückstand. Tyler Williams war schon im Ziel als 66. mit 1,17 Rückstand. Also für die Sprints hat Corey Williams vielleicht eine Chance. Jetzt bleiben wir nochmal ganz kurz bei Justin Wolf mit drauf. Vielleicht haut der eine Bestzeit rein, wobei sein Hügelwert natürlich nicht stark genug ist und auch der Bergwert nicht. Gavin Mannion ist in Führung vor Keegan Swirbel und Johnny Brandao, dieses Porto-Team, geht mir ziemlich auf den Sack. Aber gut, die haben halt gute Fahrer, die haben gute Nachwuchsfahrer. Und jetzt schauen wir uns noch Justin Wolf an. Was reißt der im Ziel? Da ist er 63. mit 1,10 Rückstand. Also auch das war keine besonders gute Leistung. Dann gibt es den Dreifachsieg. Auch Joey Roskopf ist noch auf die 3 reingefahren. Das ist ja auch ein Transferziel von uns für die nächste Saison. Also Joey Roskopf auf dem dritten Platz. Wir sind dann erstmal ja in der Verfolgerposition, ist vielleicht noch nett gesagt, aber wir versuchen uns ein bisschen nach vorne zu arbeiten. Ich glaube, fürs Zeitfahren war das erstmal ganz in Ordnung. Die zweite Etappe sieht folgendermaßen aus: von Fayetteville nach Fayetteville. Da wird doch hoffentlich richtig gefeiert. Während in Villarriba noch geschrubbt wird, wird in Villabarro schon gefeiert. Ja, doch, so rum ist es richtig. Und dann schauen wir mal. Corey Williams, ja, Benny hat es ja richtig in dem Meme geschrieben, wenn drei hügelige Meter anstehen und Corey Williams kommt damit rüber. Das ist der größte Erfolg seiner Karriere. Also wir versuchen ihn mitzuziehen. Ansonsten, wenn Lance Hayden eine gute Form hat, könnte ich mir aber auch ein schnelles Tempo hier am Hügel vorstellen, um einfach den einen oder anderen loszuwerden und dann ist es noch mal ganz leicht ansteigend im Finale. So, die dritte Attacke hat dann funktioniert. Ich habe schon mit Cowan angegriffen, ich habe schon mit Tyler Williams angegriffen, aber funktioniert hat es da vorher nicht. Jetzt ist der Vorsprung erstmal eigentlich ganz gut. Ich versuche mal da vorne noch hinzukommen. Beziehungsweise je größer der Vorsprung jetzt gleich wird, desto schneller kommen wir dann natürlich auch an die Gruppe ran. Also Sam Boardman vorne in der Gruppe, Huntsman kommt hier mit rein. Und wie gesagt, ich habe eben so einen Lachkrampf gehabt, weil meine Freundin hat gerade eine Excel-Schulung und da wurde immer von Spalten geredet. Und er hat das dann immer, ja, wenn sie die Spalte auseinanderziehen und so weiter, dann können sie eine Klammer drum machen. Ich mache jetzt mal eine Fette um die Spalte. Hat er dann einfach gesagt und sorry, aber da bin ich nicht erwachsen genug für sowas. Das ist 25 Minuten wurde dieser Begriff benutzt und er wurde gedehnt. Nicht nur der Begriff, sondern auch vor allem die Spalten und so weiter. Und das, na, n-n. Also wer da nicht drüber lacht, ich weiß es nicht. Also ich habe mir vorgenommen, auch mit 95 Jahren, falls ich so alt werden sollte, was ich stark bezweifle, ich glaube, kein YouTuber wird 95 Jahre alt werden. Da kann man von ausgehen. Dafür bewegen wir uns einfach zu wenig. Aber da würde ich auch mit 95 noch drüber lachen. Auf meinem Totenbett werde ich darüber lachen und werde daran Spaß haben. So, aber jetzt ist es gar nicht Boring Man, Boardman, der ist gar nicht gelangweilt, weil meine Witze so knallen. Deswegen machen wir aber jetzt mal den Sprung. Boardman haben wir vorne platziert. Es gibt drei Berge, nee, zwei Berge der dritten, einmal der zweiten Kategorie und ins Ziel geht es dann relativ flach. Da ist noch so ein kleiner Nippel hinten mit drin. Ich bin mal gespannt, wie das Tempo hinten im Feld sein wird. Und unser Kapitän für die Rundfahrt ist, wie gesagt, Lance Hayden, weil der hat einfach gute Werte. Hügelwert 68, Beschleunigung 66. Damit kann man verdammt gut arbeiten. So, wir gehen mal rein ins Finale. Vorne sehen wir Sam Boardman, der wahrscheinlich nicht durchkommen wird, aber trotzdem einiges an Bergpunkten gesammelt hat. Hier zweimal Zweiter geworden, Berg der zweiten Kategorie haben wir uns geholt. Und was ich dann auch nochmal zeigen muss, stand auch in den Kommentaren, dass man hier diesen Angriffsbalken inzwischen gut nutzen kann. Da kann man also selber nochmal austarieren, wie stark man attackieren möchte. Also am Anfang ein bisschen schwächer und dann zum Finale hin den Rest der Energie rausbuttern. Das habe ich jetzt eben auch gemacht, sonst hätte ich nämlich den Berg der zweiten Kategorie gar nicht geholt.
Wir schauen mal, Ty Magna nimmt nochmal ein bisschen Tempo raus. So schnell müssen wir gar nicht fahren. Am Berg der zweiten Kategorie habe ich überlegt, ob ich da einsteige. Da war aber nichts los. Sieht man ja auch bei Corey Williams, der da relativ locker flockig drüber gefahren ist. Und ich glaube, Sam Boardman vorne, das wird nichts werden. Da 19 Sekunden. Ich glaube, da können wir ihn jetzt schon mal auf automatisch setzen. Und hier hinten unser eigenes Rennen fahren. Und da bin ich mal gespannt, was für den Sprint so geht. Wir haben hier Mr. Garrison mit dabei, der gar keinen Zweig in der Hand hat. Ganz merkwürdig, aber Mr. Mrs. Garrison, ich weiß gar nicht mehr, was er momentan bei South Park wiederum ist. So, Ty Magna erhöht das Tempo. Wir können, glaube ich, schon mal schneller fahren. Bekommt auch schon mal das Gel. Dann haben wir Alec Cowan noch für die Sprintanfahrt. Und dann versuchen wir gleich mal hier vorne mit unseren neuen weiß-roten Californian Republic Trikots am Start zu sein. Ich finde das nice mit den Trikots. Vielleicht gibt es ja auch jemanden, der gerne mal ein Trikot gestalten möchte, jetzt ohne da einen Arbeitsauftrag mitzugeben. Aber vielleicht gibt es da ja talentierte Leute in der Community. So, wir hauen mit der 95 bzw. mit der 99 rein. Jetzt ging es hier nochmal leicht bergauf. Da muss Corey Williams dann ein bisschen kämpfen. So, Magna nimmt raus. Corey Williams hat leider schon ein bisschen roten Balken verloren. Vorne geht es aber nochmal leicht bergab. Vielleicht kann er da nochmal regenerieren. Ansonsten versuchen wir es gleich mit Lance Hadid loszuziehen. Schauen wir mal. Boah, das kostet schon richtig. Dann kommt Corey Williams mal. Mal schauen, kommen wir da nochmal nach vorne. Jetzt sind wir allerdings platt und dann kommt die Konkurrenz vorbei. Das war keine gute Sprintanfahrt von uns. Da sind aber alle irgendwie ziemlich früh platt. Der Einzige, der noch kann, ist Ty Magna. Mal schauen, Corey Williams kommt da noch Richtung Top 10. Ach, der achte Platz immerhin. Aber das war wirklich kein guter Sprint. Da waren wir auch zu früh platt. Da war dieser kleine Nippel hier, der Corey Williams wieder getötet hat. Und dann natürlich noch dieses leicht Ansteigende. Dann hätten wir vielleicht doch eher für unseren guten Lance Hadid fahren sollen. Also kein guter Sprint. Eric Young holt sich den Sieg vor Robin Carpenter und Lukas Carstensen auf der 3 vom Team Bikeaid. Sehr, sehr schön. Man sieht das ja auch hinter mir, das Team Bikeaid-Trikot. Ich weiß nicht, ob wir das demnächst durch ein Legion-Trikot austauschen werden. Da warten wir einfach mal ab. Aber das werde ich mir wahrscheinlich auch irgendwann holen. Ich habe gehört, dass die nächste Auflage der Trikots allerdings schon wieder vergriffen ist. Ich folge ja Legion of Los Angeles inzwischen auf allen 400 Kanälen, die es gibt. So, der Sieg also für Eric Young war es, glaube ich. Die Wertungen können wir uns kurz sparen. Hat sich in der Gesamtwertung, denke ich mal, nicht viel getan, außer die Zeitbonifikation, die dort passiert sind. Wir wollen aber mal ganz kurz noch, fällt mir so ein, den Blick aufs Bergtrikot werfen. Weil da war Sam Boardman ja relativ erfolgreich. So, der Blick auf die dritte Etappe, die wird wieder hügelig. Bislang keine erfolgreiche Rundfahrt für uns. Rally Cycling ist auf jeden Fall leicht dominant, um das mal so zu sagen. Die Vierfachführung in der Gesamtwertung und am Berg ist Sam Boardman jetzt nur noch 2 Punkte dahinter, hinter Jean Mathieu vom Team Illuminate. Also da haben wir durchaus noch Chancen, deswegen geht es direkt rein, dritte Etappe mit Legion und unseren Californian Republic Trikots. So, wir können jetzt einmal schauen, wie das aussieht, wenn wir attackieren und eben den roten Balken dann noch so ein bisschen austarieren können, wann wir wie viel Power investieren. Wir sind in einer Gruppe mit Tyler Williams. Justin Wolf ist hinten mit dran. An den hänge ich mich jetzt gerade einfach mal dran. Dann kann ich natürlich den Balken nicht austarieren. Aber wenn ich jetzt rausgehe, dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, hier attackier doch jetzt mal im gelben Bereich. Also butter mal viel Energie raus. Und jetzt vielleicht dann nochmal die 99 reinballern. Den letzten Zentimetern und dann müsste das gereicht haben für Tyler Williams, dass er Justin Wolf einfach mal schlägt. So, wir wollen natürlich abwechselnd machen und das Bergtrikot haben wir noch mit dabei, der allerdings nicht so stark ist. Leider hat es mit Sam Boardman nicht funktioniert, man sieht das hier schon. Dem habe ich häufig gesagt, er soll attackieren, aber es hat einfach nicht sein sollen. Das stimmt jetzt hier nicht mit 1 Kilometer, das ist wahrscheinlich dann einfach, wir fahren jetzt gerade wieder zurück. Dann geht es gleich zur Sprintwertung. Rundkurs, 4 Berge der dritten Kategorie, 3 Sprintwertungen werden abgenommen. Ich denke mal, dass wir hinten raus, vielleicht mit Lance Hadid, da nochmal eine kleine Attacke reinsetzen können. Sieht jetzt nicht mega steil aus, aber was haben wir sonst für Optionen? Corey Williams für den Sprint haben wir ohnehin. Der hat heute eine +3 Tagesform. Im Finale, wie gesagt, wieder ein bisschen hügelig, aber in der Sprintanfahrt sollte es diesmal mit ihm eigentlich besser funktionieren. Dann machen wir aber verschiedene Optionen. Cowan haben wir ja auch noch, der auch ein guter Sprinter und Beschleuniger ist für Corey Williams in der Anfahrt. Und Lance Hadid wird attackieren. Vorne Williams in der Spitzengruppe, auch wenn er gerade die Sprintwertung verpasst hat. Da
So, da fahren wir nochmal ganz kurz hin zu Justin Wolff, der schon ziemlich durch ist. Guter Zeitfahrer, aber ansonsten fehlt es ihm natürlich ein bisschen an allem. Wir haben mit ihm, glaube ich, mal irgendeine Rundfahrt in Polen oder sowas gewonnen. So eine dreitägige Rundfahrt, wo er sogar Zeitfahren und dann Sprint gewonnen hat. Kein Plan, wie das damals funktioniert hat. Aber auf jeden Fall erinnere ich mich daran noch, das Werktrikot ist weg. Der soll sich richtig schön verausgaben. Und dann können wir vielleicht auf der letzten Etappe mit Sam Boardman auch nochmal ein bisschen was Richtung Werktrikot versuchen. So, 63 Kilometer sind es noch. Wir sind immer noch mit Justin Wolff unterwegs. Leider gab es hinten jetzt einen Sturz, wo auch Team Bike Aid stark involviert war. Da haben wir Joey Roskopf. Das ist der amerikanische Meister sogar. Sieht zumindest irgendwie so aus. Sieht auf jeden Fall nice aus. Also, da sind zwei Bike Aid-Fahrer gestürzt. Mal schauen, die haben wir Jesse DeRoy und Erik Bergström-Frisk. Natürlich so ein bisschen die Hoffnung für die Gesamtwertung gewesen. Aber es wird wahrscheinlich eh nicht so hügelig bergig werden, dass er da groß mit eingreifen könnte. So, dann lassen wir Sam Boardman hier hinten nochmal ein Wasser holen. Vorne der Vorsprung ist, naja, jetzt auf 2 Minuten gesunken. Eben war er sogar noch über 4 Minuten. Aber unsere Fahrer sind ziemlich platt. Die haben sich ordentlich gebettelt für die Sprint und für die Bergwertung, was ja gar nicht so viel Sinn eigentlich macht. Aber ich denke mal, dass es heute auch wieder in den Sprint hinauslaufen wird. Wir haben, wie gesagt, verschiedene Optionen mit Lance Hadid und Corey Williams. Fahren wir nochmal schnell zur Bergwertung der dritten Kategorie hin. Da werden wir auch vom roten Auto nochmal überholt und dann schauen wir mal, ob wir Justin Wolff dort nochmal schlagen können. Hängen wir uns vielleicht erstmal hinten dran, wenn er jetzt gleich, ach, er ist durch, ja dann. Ab geht die wilde Fahrt. Einmal kurz Attacke rein, kurz absetzen und das Hauptfeld ist jetzt aber auch schon da. Wahnsinn, die haben jetzt richtig Tempo gemacht. Corey Williams kommt da aber noch ganz gut mit rüber. So, wir holen uns da nochmal die Bergpunkte. Mal schauen, wie das jetzt insgesamt aussieht. Tyler Williams dann jetzt sogar auf der 2 an Sam Boardman vorbei. Da haben wir also eine Doppelspitze jetzt Richtung Bergtrikot. Und hier hinten 117 Fahrer. Tempo ist schon relativ hoch. 45 Kilometer sind es noch bis ins Ziel. Könnte schwierig werden. Gegen die Konkurrenz. Hier haben wir das gelbe Trikot. Mannion, auch ein richtig guter Hügelfahrer, 70er Wert, Berg 71, Beschleunigung 65, also starkes Talent aus den USA, beziehungsweise Talent weiß ich nicht, könnte natürlich auch 38 Jahre alt sein, aber er sagt mir zumindest nichts, aber auf jeden Fall ist es schön, dass er gelb trägt und Mannion heißt, vielleicht hat er ja mit Gru was am Hut, man weiß es halt einfach nicht, so, wir gehen rein ins Finale und schauen, was da für uns so drin ist. So, Ty Magner ist gerade gestürzt und zwar vorne in unserem Zug drin. Mal schauen, kann er weiterfahren? Zum Glück kann er weiterfahren. Das Bergtrikot ist auch gestürzt, also bei regnerischen Bedingungen gibt es hier schon ein paar Opfer zu zählen. Und Cowan und Williams hingen da auch noch am Hinterrad von Magner, mussten dann erstmal kurz anhalten, damit das irgendwie noch funktioniert. So, Boardman kommt jetzt mal. Und dann geht es gleich in diesen kleinen Nippel rein. Ich weiß nicht, ob durch den Sturz, nee, 115 Fahrer, da sollte jetzt eigentlich keiner groß beeinflusst sein. So, Corey Williams, müssen wir wieder aufpassen, dass wir ihn nicht kaputt fahren. Wann geht's los mit diesem minimalen Zipfel? Hier noch nicht, da vorne dann. Wahnsinn. Das Ding, das bringt's aber auch. Dann schauen wir mal, dass wir die zwei da dran hängen. Und mit Hadid mal rausgehen. Hadid versucht's mal, aber hier hinten sind einfach die meisten schon. Sam Boardman haut wieder mit rein. Der zieht jetzt einfach hier gnadenlos durch, Hadid. 12 Sekunden der Vorsprung, aber die anderen kommen natürlich. So, Corey Williams. Sieht noch ganz ordentlich aus. Müssen hier irgendwie mal durchkommen. Verdammt, jetzt hängen wir da hinten im Salat. Kommen wir da nochmal durch. Also Hated hat schon mal nicht funktioniert. Wo ist Williams? Der hängt da nicht hinten dran. Der ist zu weit weg. Der ist zu weit weg. Komm schon, Junge. Komm nochmal hin. Jetzt geht's los. Corey Williams. Boah, die da vorne haben das aber perfekt angefahren. Wirklich perfekt angefahren für Young. Alter Schwede, der gewinnt das mit 10 Kilometern Vorsprung. Da haben wir es in der Sprintanfahrt nicht perfekt gemacht. Hadid ist nicht durchgekommen, leider. Das hat nicht so gut funktioniert und Corey Williams dann auf dem 7. Platz. Aber das ist, glaube ich, irgendwie leistungsgerecht, was hier gerade passiert. Lukas Carstensen auf der 6.
Also von Bygate auf jeden Fall im Sprint zweimal geschlagen. Mit Hated, die Attacke hat überhaupt nicht funktioniert. Das Feld war aber auch noch zu fit, als dass es sich da übertölpeln lässt. Da kam jetzt Ty Mecner noch ins Ziel, der ja eben gestürzt war als 116. Also Joe Martin Stage Race, bislang noch keine Erfolgsgeschichte für uns, muss man ganz klar so sagen. Da ist die Konkurrenz jetzt doch dann langsam etwas besser in Form. Wir haben zwar einige Top-10-Ergebnisse jetzt schon eingefahren mit Corey Williams zweimal im Sprint, aber wir sind nicht 100% da, wo wir eigentlich sein wollen. Da sehen wir unsere wunderschönen Trikots nochmal. Aus der Nähe, aus der Sicht ist das Corey Williams. Ne, das müsste hier rechts Corey Williams gewesen sein, der einfach auch die etwas bessere Schlussgeschwindigkeit hatte. Also, da hat sich jetzt nicht viel verändert. Wir gehen rein in die vierte Etappe, der Abschluss Joe Martin Stage Race, und danach machen wir eine kleine Übersicht im Menü. So, 53,5 Kilometer Schlussetappe, 26 davon sind noch zu fahren. Wir haben Williams im Bergtrikot, der hat sich die Bergpunkte auch gesichert, arbeitet aber gleichzeitig auch für Cowan, der hier auch mit drin ist. Eine Minute noch der Vorsprung, 25 Kilometer sind es noch. Hinten haben wir Corey Williams mit der Plus 4, dem liegen die Hügel natürlich nicht so, aber da kann man auf jeden Fall vielleicht hinten raus auch nochmal was machen. Cowan muss sich hier vorne nicht an der Führungsarbeit beteiligen, weil die anderen mitarbeiten und vor allem, weil Tyler Williams das Ganze für ihn übernimmt, der das Bergtrikot jetzt übrigens sehr, sehr sicher auf seinen Schultern trägt. Geht jetzt gleich nochmal zu einer Bergwertung. Ich drehe mit Tyler Williams mal ein bisschen runter. Das ist sie noch nicht. Ist sehr, sehr verwirrend. Ich habe auch die ein oder andere Bergwertung schon mal verpasst. Kennt man gar nicht von mir, dass ich einfach mal Zwischensprints und Bergwertungen verpasse. Das ist ja völlig utopisch. So, Williams ist allerdings leider gleich durch. 48 Sekunden ist noch der Vorsprung bei, wie gesagt, 20 Kilometern. Das wird sehr, sehr schwierig werden. Da kommt Cowan jetzt auch nach vorne gefahren. Williams wird da nicht mehr viel machen können. So, wir hängen uns mal dran an die Attacken. Kommen wir da irgendwie nochmal hin vorne. Mal schauen, die sind jetzt auch schon ziemlich durch, aber die ziehen die Attacken da vorne auch einfach gnadenlos durch. Cowan versucht, das Hinterrad zu erreichen. Das kostet gerade sehr, sehr viel Energie. Hängen wir uns hier mal mit dran. Mal schauen, was die noch so drauf haben. 15 Kilometer sind es, aber auch nur noch 25 Sekunden auf das Hauptfeld. Da kommt jetzt nochmal die Attacke von Kiani. Können wir mal schauen, dass wir diesen Fahrer einholen machen. Und hinten könnten wir dann auch langsam mal unseren Zug starten. Weil das wird vorne definitiv nichts werden. Ich dachte, dass es vielleicht mit zwei Fahrern klappen könnte, dass man sich dort die Arbeit ein bisschen gegenseitig abnimmt. Aber das hat nicht funktioniert. So, Justin Wolf in die Phalanx der Amerikaner reingefahren. Wir haben die Doppelführung. Also Kiani könnte da vorne, wenn er durchkommt jetzt, beim letzten Berg der dritten Kategorie, sogar nochmal eine Gefahr werden. Jetzt müssen wir schauen. Tempo halten wir mal hoch. Corey Williams heute mit der Plus 4 hat dann sogar eine gnadenlose 57 am Hügel. Wenn das nicht knallt, dann weiß ich es nicht. 10 Kilometer sind es nur noch. So, wir müssen das ganz gut austarieren. Und dann gibt es da diesen leichten Bergabsprint. Das sieht man hier. Da kann man also schon deutlich früher losgehen. Wir müssen aber aufpassen, dass wir Corey Williams nicht vorher schon platt fahren. Aber so ein bisschen was vom roten Balken können wir auf jeden Fall wegnehmen. Und dann könnte das vielleicht ja ein relativ versöhnlicher Abschluss nochmal werden. Ich glaube, ich mache Williams mal an Boardman dran, dass wir da einmal kurz tauschen. Weil Lance Hated mit der Minus 4 ist mir ein bisschen zu unsicher. So, jetzt zählt es für Corey Williams, dass er dort halbwegs gut rüberkommt. Roter Balken war in Ordnung. In der Abfahrt können wir wieder mehr ballern. 4,6 Kilometer. Da ist Bike Aid, wahrscheinlich für Lukas Carstensen, Kip Camboy. So, Mecner, das letzte Mal, dass es jetzt hier bergauf geht. Und da müssen wir wieder schauen, dass Corey Williams nicht zu viel verliert. Aber die Position bleibt auf jeden Fall schon mal. Jetzt kommt hier die Konkurrenz. So, dann machen wir mit Boardman mal mit der 99. Nehmen wir mal raus. Komm, Boardman, hau rein. Und dann kann Williams eigentlich hier vorne schon sprinten. Williams kommt, sprintet hier vorne schon. Jetzt gibt es hier noch die Kurve, es geht rum und die Konkurrenz ist dann auf den letzten Metern aber doch noch ein bisschen stärker. Dann waren wir doch zu früh draußen. Wird der fünfte Platz wahrscheinlich für Corey Williams. Kippt kein Bauer auf der 6, ja, leck mich am Zuckerli. Wo holt der denn das her? Aber gut, 68, 66, Van Engelen auch noch vorne mit dabei. Da waren wir leicht zu früh draußen. Vielleicht hätten wir sogar mit Lance Hated nochmal rausziehen können. Der hat noch ordentlich roten Balken gehabt.
Nee, also das sollte irgendwie nicht so richtig sein. Ein Lauf sieht anders aus. Joe Martin Stage Race League muss an den Trikots liegen. Die passen einfach nicht zu uns. Wir holen uns wieder die anderen Trikots für die nächsten Rennen. Nee, war auch einfach nicht optimal gemacht von meiner Seite aus. Da sehen wir es nochmal aus der Sicht von Salim Kipkemboy, der da wirklich einen guten Bergabsprint hinlegt. Und dann war das ein relativ enges Höschen. Die Rundfahrt ist rum. Das erste Rennen auf heimischem Boden haben wir durchwachsen. Zu Ende gefahren. Corey Williams war dreimal in den Top 10 im Sprint. Das war ordentlich, aber mehr war es halt auch leider nicht. In der Gesamtwertung haben wir gar keine Rolle gespielt. Da ist dann Gavin Mannion, der Mann, der den Auftakt geholt hat, auch der Sieger. Das Bergtrikot haben wir uns geholt. Das ist immerhin erfreulich mit Tyler Williams. Und wer sich jetzt fragt, hey, da war doch noch dieser Franzose mit drin. Zumindest der Typ mit dem französischen Namen. Der ist wohl auf der letzten Etappe, haben wir ja drüber gesprochen, gestürzt und nicht mehr weitergefahren. Also das Bergtrikot immerhin für Team Legion. In der Punktewertung ist Corey Williams auf einem ordentlichen sechsten Platz. Da können wir auch sehr, sehr gut mit leben. Nachwuchsfahrerwertung. Salim Kipkemboy auf der 5. Sehr erfreulich für Team Bike Aid. Sean Quinn auch mit dabei. Natürlich nicht so richtig sein Terrain gewesen. Und in der Teamwertung sind wir auf dem 10. Platz und Bike Aid auf der 5. Ich mag das total gerne, mit Bike Aid die Rennen zu fahren. Also gemeinsam die Rennen zu fahren. So, Porto düpiert den Rest, das kann man nicht anders sagen. Da sehen wir auch nochmal Corey Williams, der dann auf den letzten Metern leider noch den dritten Platz vergeben hat. Für uns, glaube ich, ein okay Rennen. Wir schauen mal ganz kurz, was der Sponsor denn dort eigentlich so von uns wollte. Nämlich gar nichts. Also Joe Martin Stage Race, das war ihm völlig egal. Wir haben jetzt die Tour de Loire Echère, das ist immerhin so ein Dreiviertel-Sternziel. Da werden wir aber wirklich nur in die letzten 3 Millimeter reingehen, weil sonst nimmt das dann auch ein bisschen überhand. Angers, Angers, also das sind wirklich nur Sprint, 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 Sprint. Und da schauen wir mal, ob wir vielleicht das sogar ein bisschen simulieren. Wir sollen einen Etappensieg holen. Das ist ja schon, weiß nicht, ob wir das schaffen. So, ganz interessant natürlich nach wie vor die Nachwuchsarbeit. Mal schauen, wen haben wir dort getestet. Leider ist der Brasilianer äußerst untalentiert. Also, der Gutenberg ist untalentiert. Wer konnte das erahnen? Wahrscheinlich hat er irgendwo abgeschrieben und sich die Werte ergaunert. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Jetzt bin ich aber wieder gespannt, welcher ist denn der nächste Fahrer, der kommt. Robson Torres. Pancheur, 19 Jahre, Durchschnitt, naja. Nicht gerade überragend, muss man sagen. Haut mich jetzt nicht vom Hocker. Aber wenn er, wie gesagt, ein gutes Talent hat, dann wird er auf jeden Fall bei uns stattfinden. Oder nicht auf jeden Fall, dann wird er auf jeden Fall auf die Liste gesetzt werden. So, also Tour de la Isère ist das nächste Rennen. Danach kommen so ein paar Eintagesrennen. Dann gibt es auch Tour of the Gila. Da freue ich mich drauf. Auch wieder auf heimischem Boden. 24 Kilometer Zeitfahren liegt uns natürlich wieder nicht so sehr. Da müssten wir dann nochmal überlegen. Puh. Was wir da ganz genau machen, von der Renntaktik her. Aber jetzt gibt es erstmal Sprints, Sprints, Sprints. Eder Freire, ja, von der Fitness her momentan nicht ganz so stark. Corey Williams hat jetzt auch schon einige Rennen in den Beinen. Da würde ich gerade gerne mal schauen. Saison. Wie viele Renntage der denn jetzt schon hat. Wo kann ich mir denn die Renntage anschauen? Nicht doof. Ah, da steht ja Tage. Corey Williams, dann, naja, gut, mit 12 Tagen ist er eigentlich noch relativ ausgeruht. Dann könnte man ihn auch gut mit nach Frankreich nehmen. Dann ballern wir dort in den Sprint rein. Und der Kalender ist ja auch gesettelt. Wir müssen gerade nochmal schauen. Die Tour of Japan hat uns, glaube ich, abgesagt. Dann habe ich nämlich hier leider ein Rennen rausgenommen. Man sollte zuerst anfragen und dann absagen. Das ist cleverer, weil wenn man das eine Rennen für das andere tauscht, dann fährt man im Endeffekt gar keins mehr. Also wir dürfen jetzt weder in der Türkei da mitfahren. Oder? Da haben wir hier das Dreitagesrennen. Stimmt, da hatten wir wegen Tour of Limpopo noch geschaut. Aber ich glaube, wir hatten ein Rennen rausgenommen, was wir nicht hätten machen sollen. Aber auch da kommen wir drüber hinweg. Also, wir machen wieder den Flug über den großen Teich zurück. Wir fliegen nach Frankreich zur Tour du Loir-Echère und schauen uns dort wirklich nur die letzten Meter im Sprint an. Und dann schauen wir mal, was das Scouting weiterhin so gemacht hat. So, ich hoffe, dass die Aufnahme einigermaßen läuft. Mit dem Mut der Verzweiflung geht es hier jetzt mal in Frankreich weiter. Es ruckelt wie Hölle. Also die Etappe hat doch ewig gebraucht. Das habe ich manchmal. Weiß nicht genau, woran es liegt. Die ersten zwei Etappen haben wir mal übersprungen. Brian Cocard hier mit dabei. Nasser Bohani, Vandenberg. Das sind schon richtig gute Sprinter. Da haben wir keine Chance. Ich habe jetzt auch Corey Williams rausgelassen, weil der eben auch nicht so fit ist. Deswegen versuchen wir mal den Überraschungseffekt hier reinzuballern. Vorne ist noch ein Ausreißer weg. Grabis aus Polen.
12 Kilometer sind es noch. Wir machen jetzt hier quasi die Arbeit für das Hauptfeld. Hier sehen wir auch schon den letzten Kilometer, den es dann leicht bergab geht. Schauen wir mal auf die Werte unten. 2,5, 3% wird dann immer schlimmer. So, die Konkurrenz ballert hier aber auch schon mal richtig rein. 10 Kilometer sind es noch. Und dann wird es jetzt hier in den Hügel rein wichtig werden, dass wir da richtig schnell reinfahren. Kommt dann jetzt auch mal Freddy Ovett und haut rein. Hunter Grove nimmt raus. Und jetzt gilt es quasi hier schon mal, ja, das Ganze ein bisschen zu distanzieren, so wie wir es gerade auch geschafft haben. Sehr, sehr schön. Und dann müssen wir das jetzt mit Boardman auch einfach durchziehen. So, genau diese Lücke wollten wir haben. Wahrscheinlich haben wir jetzt trotzdem die anderen Spitzensprinter hier natürlich mit drin. Nasser Bohani haben wir mitgezogen. Das wird schwer genug, da jetzt noch irgendwas zu machen. Mit Boardman mal attackieren, wird wahrscheinlich eher nichts bringen. Ne, die anderen sind genauso schnell. 4 Kilometer sind es noch. Tyler Williams haben wir hier noch mit drin. Boah, da ist das komplette Team Delco noch mit am Start für Siskevicius. Hier geht es jetzt dann auch schon die ganze Zeit so leicht bergab. Wir gehen mal mit Williams ein bisschen früher los. Schauen mal, weil es geht ja bergab. Tyler Williams gegen Nasser Bohani und Co. Ja, keine Chance. Sprintwert von 61 mit Tyler Williams. Alexandre Deletre holt sich den Sieg, aber immerhin eine Top-10-Platzierung haben wir mal geholt mit Tyler Williams auf dem 8. Platz. Das ist für den Sponsor vielleicht auch ganz wichtig. Wir haben wirklich alles probiert und vielleicht ist hier hinten sogar ein bisschen Zeitabstand gemessen worden. Das wäre natürlich für die Gesamtwertung nochmal ganz nett, weil Tyler Williams dann Richtung Top 20 vielleicht wenigstens am Start ist. Also hier mal der kurze Blick rein. Wir schauen uns jetzt mal das Endklassement der Rundfahrt an. Die letzten beiden Etappen sind flach. Das wird im Sprint ausgehen. Das wird Nasser Bohani sich holen und wir sehen einfach, wir sind hier leider chancenlos. Wie erwartet, die Tour de Loir-Échère et Provence hieß es, oder Prévost hieß es, glaube ich, früher ja auch noch, ist jetzt, glaube ich, abgekürzt, macht ja Sinn, ist rum und Nasser Bohani hat sich dort den Gesamtsieg geholt. Für uns war da nichts drin, ich habe es wegsimuliert, aber immerhin einmal die Top 10, der Sponsor ist trotzdem immer noch glücklich und wir haben auch einen neuen Fahrer und das finde ich ganz, ganz interessant. Wir tun einfach so, als wäre es der Bruder von Alec Cowan, da müsste man mal schauen, ob es den Quentin Cowan tatsächlich gibt. Talent 3 bis 6, 17 Jahre alt erst, also durchaus mit Luft nach oben. Er ist eher ein Puncheur, der Ruf ist unbekannt. Beschleunigung ist aktuell bei 59 und Sprint 57, Hügel bei 61 immerhin schon. Aber mit 17 Jahren ist da sicherlich noch einiges Luft nach oben. Und ich finde es ganz interessant, dass wir den kanadischen Block ja auch noch ein bisschen vergrößern. Das hat ja auch Erik geschrieben, dass man vielleicht auch erstmal so in Blöcken denken muss. Ich würde es jetzt natürlich ein bisschen davon abhängig machen, wie die Fahrer so generell im Potenzial sind, wie sie sich entwickeln können. Also Caden Hopkins, Bermuda, wir werden jetzt sicher keinen Bermuda-Block machen, wobei das schon zwei sehr, sehr interessante Fahrer sind, muss man ja sagen, Caden Hopkins und Carrasco. Ich würde auch so, sagen wir mal, 5 bis 7, maximal 10 Fahrer verpflichten, weil ich denke, so ein Kader von 20 Fahrern, der tut einem schon ganz gut. Die verdienen alle 2.500 €, dann haben wir immer noch verdammt viel Geld übrig für den Rest, weil wir werden wahrscheinlich ja das Budget verdoppeln und das Ganze dann auch ins Nachwuchsteam investieren. So, wir schauen mal, wer der nächste wieder in der Schnellwertung ist. Wird dann wahrscheinlich jetzt der kanadische Block bewertet werden. Na, ist da noch nix? Okay, anscheinend ist er noch nicht unterwegs. Der macht erstmal ein bisschen Urlaub. Vielleicht holen wir uns für das neue Jahr dann auch noch einen zweiten Scout. Das wäre vielleicht auch ganz interessant, damit es mit dem Scouting einfach ein bisschen schneller vorangeht und nicht immer nur ein Fahrer dort drin ist. So, wir sind am 21. April, machen nochmal ganz kurz den Überblick, wie auch versprochen, bevor es dann nach Holland geht. Die Trikots lasse ich dann jetzt auch erstmal so in der Californian Republic Geschichte, zumindest für diese Folge. Und nächste Folge wird es dann ja auch mit Tour of the Gila losgehen. So, Tour of the Alps ist parallel gewesen, da ist Michael Bjerg zum Auftakt der Stärkste gewesen. In der Gesamtwertung Damiano Caruso vorne, vor Michael Bjerg, ja auch ein ganz, ganz junger, talentierter, interessanter Fahrer. Wenn wir jetzt im skandinavischen Raum wären mit unserem Team, dann könnte man da sicherlich drüber nachdenken. Schauen wir aber einfach mal nochmal ganz schnell auf die Ergebnisse in Frankreich.
So, Tour de la Echer, da sehen wir fünfte Etappe, das Finale, der Gesamtrang. Nasser Bohani gewinnt vor Brian Kukar und Felix Groß vom Radnet-Rose-Team. Also 75 jetzt schon, krasser Scheiß, der hat sich richtig stark verbessert. Hat natürlich so ein bisschen seine Probleme am Berg und am Hügel, den müsste man noch ein bisschen auf Puncheur trainieren, aber dann kann das ein richtig guter werden. Alexandre Delettre, ansonsten, ich glaube, für uns ist hier erstmal keiner groß dabei. Lawrence Pithy haben wir ja auch schon bei uns auf dem Zettel, wäre natürlich auch eine Möglichkeit, vielleicht sogar eine bessere Möglichkeit, Lawrence Pithy mit reinzunehmen als Sprinter, weil wir ja gar nicht so viele Bergetappen haben. Und wenn wir jetzt den Etappenfahrer Alex Mather nehmen, ist das zwar schön und gut, aber die Frage ist, wie viele Siege kann der uns einfahren und wie viele Siege kann Lawrence Pithy uns tatsächlich dann einfahren an der Seite von Corey Williams. Foto finde ich übrigens sehr spannend, sieht ein bisschen aus wie Alfred E. Neumann. Weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aus Mad Magazine. Sieht auf jeden Fall, naja gut, über die Frisur wir alle. Also das ist so dieses typische Schulfoto, wo man beim Abschlussball in so einem hässlichen blauen Anzug mit so einem Rüschenhemd dasteht. Keine Ahnung, man hat wahrscheinlich keiner von uns gemacht, aber man kennt diese hässlichen Fotos von irgendwelchen Schulbällen in den USA. Ja, genau, Nero atmet in dem Moment auch schwer, so nach dem Motto, oh ja, da erinnere ich mich auch noch dran mit meinen 4 Monaten damals, der Abschlussball. Das war schon was. So, dann gehen wir mal rüber zu den Platzierungen. Schauen wir mal, was Continental sich so getan hat. Ich weiß nicht, ob der Bereich immer so interessant ist für uns. Wir haben da ja auch wirklich gar kein Zutun. Wout van Aert ist nach wie vor vorne vor Primož Roglič. Wir werden uns natürlich anschauen, wer die großen Rennen gewinnt. Giro, Tour de France, Vuelta. Und ich glaube, die Monumente kann man mal so ein bisschen außen vor lassen. Continental, Gianni Vermeersch vorne. Dann schauen wir mal, ob da was für uns, wie gesagt, mit dabei ist. Wir haben hier, das ist dann aus dem asiatischen Raum allerdings, boah, wo kommt der her? Komme ich gerade nicht drauf, ich kenne die Flagge, aber ich komme gerade einfach nicht drauf. Monaco ist es nicht, auch wenn es glaube ich fast dieselbe Flagge ist. Macht das ja ganz gerne, das Flaggenraten. Leonel Quintero hatten wir glaube ich schon mal kurz ins Scouting reingeworfen. Das ist natürlich schon ein interessanter Fahrer, 24 Jahre allerdings. Dann haben wir Corey Williams auf der 46 als bester Fahrer unseres Teams. Lance Hayden auf der 64, der aber bestimmt sich noch weiterentwickeln wird. Und ich hoffe mal, unser bester Fahrer werden wird auf lange Sicht. So, Eder Freire, der schon lange nicht mehr am Start war, den müssten wir auch mal wieder bringen. Schauen wir mal in der Teamwertung. Im Continental-Ranking sind wir auf die 18 abgerutscht. Natürlich keine guten Ergebnisse. Die letzten Rennen für uns mit 326 Punkten finde ich das aber mehr als ordentlich und im Super Prestige sind wir auf Platz 47. Ich finde, da kann man sehr, sehr gut mit leben. Ich weiß nicht, wo das Team Legion of Los Angeles ohne uns im Ranking wäre, aber ich denke mal nicht so weit oben. Das KFC Cycling Team, auch sehr, sehr spannend. Kentucky schreit Ficken, kennt man ja noch von früher. Da lache ich immer noch. Wir sind wieder bei den Spalten angelangt, das tut mir einfach leid, aber ich habe so gelacht und die Anna hat mich angeschaut und hat gesagt, das ist nicht witzig. Und irgendwann hat sie selber Tränen gelacht. Also sowas ist witzig, definitiv. Wir schauen mal in die Ergebnisse von Team Bike Aid rein. Was haben die, kann ich das? Ah, okay, das ist sogar schon direkt danach sortiert. Ne, jetzt ist es danach sortiert. Also Lukas Carstensen, der dritte Platz beim Joe Martin Stage Race. Da waren wir ja live dabei, das ist der beste Platz dieses Jahr für Team Bike Aid. Carstensen mit einem 5. Platz und generell schon einige Top-10-Plätze, aber leider noch sieglos, das Team Bike Aid. Hier kann man dann auch nochmal auswählen, auch sehr, sehr nice. Ich finde das so cool fürs Let's Play, dass man hier einfach nochmal drauf schauen kann. Und dann machen wir das Ganze doch auch mal so von der Übersicht her für unser eigenes Team. Wir haben 1,5 Sterne Bewertung. Wie ist Bike Aid bewertet? Sind die stärker bewertet? Ja, die haben 2 Sterne, aber wir haben das schönere Trikot, finde ich. Das neue Bike-Aid-Trikot leider ein bisschen langweilig, muss ich gestehen. Wir schauen mal, da haben wir, oioioioio, aber doch schon einige Siege und schön, dass hier halt auch die Bergwertungen mit reingehen. Gehen hier alle Bergwertungen mit rein? Nee, leider nicht. Da waren noch mehr mit dabei. Also da haben wir schon einige Etappen geholt. Slowenien, Istria, International Tour of Roads, Vuelta Altachira war natürlich sehr erfolgreich. Also das sieht doch richtig nice aus, alle Wertungen. Bergwertung, ja, aber nicht alle Bergwertungen gehen hier mit rein. Das ist ein bisschen schade. Also das könnte noch verbessert werden. Aber sehr cool. Da kann man sich immer mal einen schönen Überblick verschaffen. Auch hier Kalender. Was sind denn die nächsten Rennen zum Beispiel? Schauen wir bei Bike Aid nochmal vorbei. Tour of Mersin, Himmerland. Ich glaube in Minsk sind wir dann wieder gemeinsam mit dem Bike Aid am Start.
und werden dort versuchen, natürlich wieder besser zu sein als quasi das Vorgängerteam von Legion of Los Angeles, auch wenn die beiden natürlich gar nichts miteinander am Hut haben. Aber wie gesagt, ich bin zufrieden, wir machen das ganz ordentlich. Jetzt gibt es das nächste Rennen der PWZ Südenwelt, die PWZ Südenwelt Tour. So rum ist es richtig. Ai, geil, mit Kopfsteinpflaster, das wird ein Fest für uns. Eieieiei, warum habe ich das denn drin gelassen? Jetzt bin ich mal gespannt, wie unsere Fahrer auf Kopfsteinpflaster sind. Maria Sharapova hat früher immer gesagt, wenn sie auf Sand gespielt hat bei den French Open, dann war das immer wie eine Kuh auf dem Eis. Das hat sie selber über sich gesagt und ich glaube, irgendwann, ein Jahr später, hat sie dann die French Open gewonnen. Ich glaube, Maria Sharapova, Benny, verbessere mich, aber ich glaube, sie hat 4 Grand Slam Titel geholt oder 5, aber ich glaube, fast jedes Turnier nur einmal gewonnen. Ich hoffe es. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wirklich viel mehr als diese 4 Titel hat sie nicht geholt. Maximal, glaube ich, 5 oder 6. Aber finde ich ganz interessant, dass eine Spielerin nicht irgendwie die Australian Open 7-mal gewinnt mit dem Talent, das sie ja hatte, sondern dann auf jedem Terrain irgendwo mal stark ist. Sharapova ja auch ein streitbarer Charakter. Ich habe sie eigentlich immer ganz gerne gemocht. Jetzt ist draußen gerade eine Tür zugeschlagen. Anna ist gerade beim Impfen. Da bin ich mal gespannt, wie ihr es dann heute Abend geht. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick. Ich würde Quentin Cowan sehr, sehr weit oben bei uns auf die Liste setzen. Ich hoffe mal, dass ihr damit auch Chloroform geht, um mal Jürgen Kohler wieder zu zitieren. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Ich schiebe das immer Jürgen Kohler in die Schuhe, aber es könnte auch Mario Basler gewesen sein. Aber das wird doch eh alles hochsterilisiert, ne? Also, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Quentin Cowan, 17 Jahre, wie gesagt, der Bruder von Alec Cowan. Ob er es ist, wissen wir nicht. Mein Transferziel Nummer 1, finde ich, passt perfekt und hat richtig Luft und Potenzial nach oben. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal zum Abschluss der Folge in die letzten Meter von der Suitenwelt-Tour rein und versuchen dort eben auf dem Kopfsteinpflaster mal zu glänzen. So, wir gehen mal rein in unser erstes Kopfsteinpflasterrennen und ja, das kostet richtig, was hier passiert. Langes Kopfsteinpflasterstück. Vorne geht es jetzt nochmal kurz drüber und wir versuchen mit Alec Cowan da vorne wieder hinzukommen. Ty Magner ist auch noch in der Gruppe und Williams ebenfalls. Schauen wir mal, dass er sich jetzt hier kümmert und Cowan nimmt natürlich Tempo raus. Wir sind wieder im Peloton mit drin. Vorne eine Ausreißergruppe weg, die aber auch schon komplett zersplittert ist. Bettendorf, Picou ist mit dabei, früher mal bei Bremen gespielt. Kalli ist mit dabei, Morellet, Mestre. Mein, nicht dein, sondern mein. Und Zweig ist auch wieder am Start. Der hat nämlich den Swag. Der macht alles für den guten Zweig. Das weiß man ja. So, also, nur mal kurz reingeschaut. 116 Kilometer sind es noch. 60 Fahrer hier drin. Sam Boardman in der nächsten Gruppe. Der wird vielleicht nochmal zurückkommen. Freddy Ovett. Bei Freddy muss ich irgendwie immer an Alkali denken. Ich weiß nicht warum. Es ist traurig. Aber die Serie, die habe ich in der Kindheit tatsächlich häufiger mal geschaut. Und mit Kindheit meinte ich, als ich 25 war. Nein, Quatsch. Ich weiß nicht mehr, wann ich die geschaut habe. Aber irgendwann in der Pubertät habe ich irgendwie häufiger mal Alkali geschaut. Und deswegen bei Freddy bin ich irgendwie immer raus. So, nächstes Kopfsteinpflasterstück. Da bleiben wir nochmal drauf und versuchen dort so gut wie möglich mit rüber zu kommen. Hätten wir vorher uns schon ein bisschen in Position fahren sollen. Das kostet jetzt nämlich super viel Energie. Da wird Ty Magner jetzt auch gleich seine Probleme haben. Williams ist raus. Leider eher mit dem besten Kopfsteinpflasterwert. Mit der -2-Tagesform. So, da haben wir auf jeden Fall jetzt eine kleine Lücke zu der Gruppe davor, die aber auch wieder warten. Dann lassen wir uns wieder ranfahren. Tyler Williams kommt da hoffentlich auch nochmal wieder. Wird aber schwer in der Gruppe. Da ist zwar ein starker Fahrer mit dabei und auch ordentlich Holz mit drin, aber ich glaube, das könnte schwierig werden, da nochmal nach vorne zu kommen. Dann ist es jetzt nur noch Cowan. An seiner Seite ist Magner und hier kommen Attacken von Heiderscheid und Tanfield, der wahrscheinlich zu lange in der Sonne war. Boven ist noch mit drin, Main fällt vorne raus und dann wird es, glaube ich, ein spannender Rennverlauf. Sehr, sehr viel Kopfsteinpflaster für so ein kleines Rennen, also enorm geil. Und im Finale geht es eben auch nochmal über Kopfsteinpflaster. Da müssen wir versuchen, mit Alec Cowan natürlich so wenig Energie wie möglich verballern, um dann hinten raus nochmal ein bisschen was machen zu können. So, das ist ein richtig brutaler Abnutzungskampf, der hier die ganze Zeit entsteht. Attacken, Attacken, Attacken. Andauernd geht's hier los. Jetzt sind wir auf dem nächsten Kopfsteinpflasterstück, versuchen mit Cowan dort ein gutes Tempo durchzufahren. Wir haben hier Jumbo Visma Development mit Michael Hessmann, der mit dabei ist. Ansonsten glaube ich nichts Deutsches groß mit dabei. Werfen wir auf jeden Fall nochmal einen Blick drauf. So, Cowan kann wieder ein bisschen Tempo rausnehmen.
Tyler Williams, der jetzt beim Wasserholen leider verreckt ist. Ty Magner, die sind jetzt beide gleich durch. Da hätten wir das Energiegel nochmal früher nehmen müssen. Schauen, ob hier nochmal Tempo rausgenommen wird. Jetzt bleibt es gleich mal kopfsteinpflastrig. Umso besser, wenn wir jetzt nochmal ein kleines bisschen regenerieren können. 27 Kilometer sind es noch, 48 Fahrer in der Gruppe. Einige treten da jetzt auch schon schwer und haben auch super viel schon attackiert. Das wird für uns erstmal nur darum gehen, möglichst viel Energie auf die letzten Kilometer mitzunehmen, um dann eben zu schauen, was im Finale drin ist, ob die Konkurrenz sich hier vielleicht doch ein bisschen zu sehr verausgabt. Kurzes Kopfsteinpflasterstück. Und dann mal schauen, wenn hier vorne natürlich Tempo raus ist, dann könnte man nochmal eine Attacke irgendwo reinsetzen, wird aber schwierig werden. 23 Kilometer noch. Einige Teams noch mit sehr vielen Fahrern dabei. Plumas hier für Jimbo Wismar, der Kapitän, Kopfsteinpflaster 71, ansonsten nicht so richtig viel am Start. Ty Magner noch an unserer Seite. Auch Tyler Williams, der jetzt tatsächlich nochmal das Wasser anscheinend vorbringt. Ganz, ganz stark und vorne kommen die nächsten Attacken. Schauen wir mal, dass wir wieder aus der Sicht von Alec Cowan das Ganze machen. Wasser hat er zumindest nochmal vorgebracht. Da kommen jetzt die nächsten Attacken. Da lassen wir erstmal die Kollegen noch hinterherfahren. Wer zieht das da durch? Van den Brande. 45 Fahrer hier überhaupt nur noch in der Gruppe. 18 Kilometer sind es noch. Da versuchen wir uns mal mit reinzuhängen in die Nummer. Zumindest vorne dran zu bleiben. Wobei das wahrscheinlich gerade... Doch, da reißt jetzt die Lücke. So, bleiben wir mal dran. Da setzen sich jetzt Van Dijke und Van der Kooi ab. Wir müssen hier jetzt mit drin bleiben. Ja, die vorne, die Gruppe, die könnte stark sein. Da haben wir Plumas und Van Schip. 14 Kilometer sind's. Fährt da jemand anders hinterher? Eigentlich möchte ich nicht hinterherfahren. Aber ansonsten wird die Lücke nach vorne zu groß. Da haben wir zum Glück noch Helfer. Kreda ist dann noch dabei für das japanische Team. Raimond Kreda, der da jetzt mal Nachführarbeit macht. 12 Kilometer sind es. Die vorne sind 24 Sekunden weg. Ist das nicht ein Teamkollege Van Schip von Bukta? Weiß nicht, warum er hinterherfahren sollte. Vielleicht bremst er das Feld aber auch nur. Vorsprung weiterhin 25 Sekunden. Jetzt geht es gleich nochmal in Kopfsteinpflaster rein. So, Ty Magner ist wieder da. Der Typ ist Wahnsinn, was der da heute alles rausbuttert. So, kommt da nochmal eine Attacke von der 31. Da hängen wir uns vielleicht mal dran. Da gehen wir mal mit. Der uns da nochmal nach vorne trägt. 8 Kilometer sind es noch. 36 Fahrer sind hier in der Gruppe. Bleiben wir mal dran. Wir machen nichts. Schauen mal, dass wir gleich das Energiegel nehmen. Beschleunigung. Ja, das Problem ist halt, es gibt einen Kopfsteinpflaster-Sprint. Vorne wird Freddy Ovett auf jeden Fall gleich überrundet. Also die letzten Kilometer sind Kopfsteinpflaster. Das wird dann sehr, sehr schwierig. Bleiben wir mal dran am Hinterrad. Vorne die drei sind jetzt auch gerade nicht im brutalen Modus unterwegs. Dann fahren wir mal hin. Versuchen was. Die vorne konnten natürlich jetzt auch ein bisschen Energie sparen und wir fahren jetzt gerade die Lücke zu. Jetzt geht es dann auch aufs Kopfsteinpflaster. Probieren es von vorne. Sprinten mal los mit Kauen. Boah, die anderen sind stärker. Können wir da nochmal drumherum und ums Eck? Komm schon, zieh durch, Junge. Und dann wird das... Die anderen sind überrundet. Jawohl. Alec Kauen mit dem Sieg. Jetzt war ich gerade... habe ich ein bisschen gezweifelt, aber richtig, das war einer der nicesten Siege überhaupt. Da haben wir uns die Energie super aufgespart und die anderen waren platt. Wir haben uns die Kräfte richtig eingeteilt. Ich glaube, das war mein bestes Kopfsteinpflasterrennen in diesem Leben. Und Alec Cowan mit der Plus 2 Kopfsteinpflasterwert 61 holt den Sieg auf dem Kopfsteinpflaster. Heute natürlich die 64, muss man dazu sagen. Konkurrenz war allerdings schon so im 70er-Bereich, also Bas van der Kooi und Tim van Dijke, die haben, glaube ich, alle zu viel Kraft verschwendet. Was ich nicht verstanden habe, Bukta war vorne in der Ausreißergruppe und trotzdem hat Willem van Schip da auch ein bisschen Nachführarbeit gemacht. Das habe ich nicht richtig verstanden, aber komm Grünen, da kann man die Folge jetzt eigentlich nicht abschließen. Sensationell. Also Alec Cowan mit dem überraschenden Sieg auf dem Kopfsteinpflaster, ich wollte das eigentlich schon wegsimulieren, weil ich mir gedacht habe, was soll da schon bei rauskommen. Aber deswegen ist es so schön, auch die Rennen zu
fahren, wo man eigentlich keine Chance hat, weil das macht es halt irgendwie auch aus, dass man dort dann eben auch mal den Überraschungserfolg feiert. Eigentlich wollte ich auch für Tyler Williams fahren. Wenn der nicht die Minus 2 gehabt hätte, dann wäre er unser Kapitän gewesen, Ty Magner, der uns wichtige Körner nochmal gespart hat. Leider sieht man im Zielfoto jetzt eben auch die überrundeten Fahrer, wo ich, wie gesagt, kurz überlegt habe, wo gehören die jetzt dazu? Da ist den Konkurrenten dann einfach die Luft ausgegangen. Und dann unser Kanadier mit dem Sieg. Schauen wir uns die Siegerehrung natürlich noch schnell an, bevor wir dann die Folge verlassen. Alec Cowan holt sich den Sieg vor Bas van der Kooi und Tim van Dijk auf dem Kopfsteinpflaster. Wer hätte das gedacht? Jumbo Visma Development holt sich die Tageswertung, die Teamwertung. Glückwunsch. Ist mir wurscht. Ha! Hauptsache, wir haben den Sieg geholt. Cowan der Schnellste. Also wir haben am schnellsten gekaut. Unser Cowboy. Cow an. Cow off. Man weiß es halt einfach nicht. Super Ding. Also da freue ich mich sehr drüber. 204 Kilometer Kopfsteinpflaster. Einfach mal erfolgreich gewesen mit einem Team, was überhaupt kein Kopfsteinpflaster fahren kann. Freut mich sehr. In Frankreich geht es Paris-Mont-Cycliste. Das sieht auch wieder ein bisschen hügelig aus. Da könnte man vielleicht mal wieder Richtung Lance Hadid gehen, der jetzt den Formaufbau zur Tour of the Gila auch starten muss. Das wird interessant. Alec Cowan ist zufrieden. Der Sponsor bestimmt auch. Schauen wir mal, was das nochmal für Auswirkungen hat bei den beachtenswerten Ergebnissen. Da haben wir es immerhin ein Plus, also kein fünffach Plus, aber der Sponsor freut sich. Das ist das Wichtigste. Deswegen freuen wir uns auch. Schauen wir mal ganz kurz in der Nachwuchsarbeit vorbei. Da ist immer noch Quentin Cowan vorne und vielleicht ist ja jetzt auch schon mal der nächste in Schnellbewertung. 17-jähriger Climber Wesley Hill. Auch, finde ich, ein cooler Name für einen Climber. Da könnte man drüber nachdenken. Aber halt auch super jung, würde perfekt in unser Team passen. Wenn er ein Talent auch so von 3 bis 6 oder vielleicht sogar drüber hat, dann können wir da sehr, sehr gut drüber nachdenken. Ich würde mich jetzt verabschieden. Kommende Folge geht es dann erstmal Paris-Mont-Cycliste. Dann spielen wir Tour of the Gila und vielleicht auch die kompletten Eintagesrennen noch. Und dann geht es vielleicht auch schon mit den Dossiers los. Da bin ich sehr gespannt drauf, habe ich mega Bock. Und dann investieren wir unsere Transferpunkte natürlich erstmal in die alten Haudegen. Und jetzt bin ich erstmal euphorisiert. Damit hätte ich nie gerechnet. Ich dachte, dass wir vielleicht in die Top 20 oder 25 kommen. Aber dass wir dann unser erstes Kopfsteinpflasterrennen mit Team Legion gleich gewinnen, damit hätte ich nicht gerechnet. So, schönen Abend euch noch, viel Spaß bei dem Video und natürlich gerne mit rüber auf den Discord-Channel kommen. Dort entweder über diese Let's Plays diskutieren oder auch gerne über die Tour de France, andere Themen. Und hier kommt dann nämlich der Abspann. Macht's gut und schönen Abend.